Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zurück hier bei mir, dem Chris, und wir spielen Subnautica Early Access. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier das neue Gebiet gefunden. Und wir müssen natürlich noch die ganzen Dinge scannen, die wir hier bauen wollen. Das heißt, wir müssen die ganzen Teile erstmal finden hier in diesem neuen Kelm. Und hier soll es auch neue Tiere geben. Das heißt, wir sollten vielleicht mal nachgucken. Hier soll es so Krabbenviecher geben. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Ja, das Ganze mit Oculus stelle ich mir das richtig geil vor. Mit Oculus Rift. Aber ich habe noch keine. Also ich werde mir auch nicht beide holen. Also ich werde mir nur eine holen. Entweder die Vive oder die Oculus. Und im Moment hat die Vive natürlich sehr gute Reputation bei mir. Wobei ich aber sagen muss, mit diesem begrenzten Raum und diesen Porten, was man da machen muss, um sich zu bewegen. Naja, ob ich das will, weiß ich auch noch nicht. Werden wir sehen. Okay, so, wir werden mal weiter abtauchen hier. Weil ich gehe mal davon... ich gehe mal davon aus, dass der Kelm hier unten weitergeht. Oh nee, der geht hier nicht weiter. Oh, hier war gerade so eine Krabbe, oder? Ja, mein Freund. Hast du kapiert, richtig? Ah ja, gut. So, hier ist nämlich noch was zum Scannen. Ah, ist immer total blöd, wo das Ding steigt immer am Arsch irgendwo aus. Scanner-Room-Fragment. Jawohl, das zweite haben wir schon. Und wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, man darf nicht zu tief tauchen. Aber das sieht man dann, weil das Schiff dann Kratzer kriegt und sowas alles, ne? Also die Scheibe geht kaputt. Also, ja. Dann weiß man auf jeden Fall, dass man zu tief ist. Ja, also der Kelm scheint irgendwie gar nicht so groß zu sein, oder? Ich habe die Ausdehnung irgendwie noch nicht so ganz verstanden hier. Aber es scheint hier nicht weiter zu gehen. Oh, hier sind gleich zwei Sachen zu scannen. Ah, es tut mir ja wirklich leid für die ganzen Tierfreunde unter euch, aber ich muss die Tiere abwehren, weil die mich sonst kaputt machen. Wir sind schließlich auf so einem Planeten gelandet, am Arsch der Welt. Ja, wir müssen halt sehen, dass wir überleben, ne? Deswegen muss ich die mal kurz schocken. Die sterben ja nicht. Wir sind ja Tierfreunde. Oh, den Scanner rum haben wir damit komplett... Oh, jetzt kommt der Sandhai, scheiße. Kommt der Sandhai. So. So, jetzt haben wir eine neue Blueprint bekommen. Und hier hinten habe ich noch irgendwo was gesehen, genau. Ups. Aus Scanner-Room haben wir schon, okay, das heißt, brauchen wir nicht mehr machen. Aber machen wir trotzdem, gibt Titan. Das werden wir nämlich jetzt gleich brauchen. Mein Schiff, ey. So, was wollten wir noch machen? Wir wollten ja diesen Bioreaktor noch finden. Okay. Die Blueprints vom Bioreaktor. Das muss man übrigens mit... Was ist denn hier los? Hier liegt eine Klappe. Kann man die scannen? Oh, ein Zyklop-Brückenfragment. Yeah. Geil. 1 von 3. Das heißt, Zyklop, das ist unser Nautilus. Damit können wir dann unsere Nautilus quasi auf der Brücke noch upgraden. Das wusste ich gar nicht. Also und so läuft das halt in dem Spiel. Also man hat so bestimmte Grundlagen, mit denen man bauen kann. Und dann muss man halt die ganzen Sachen finden, die hier so in der Welt verteilt sind, weil natürlich das Schiff durch den Absturz alles verloren hat, als hat das hier auf der Welt verteilt. Und das muss man halt zusammensuchen dann alles, ja. Wie gesagt, hier soll es auch neue Tiere geben, aber irgendwie habe ich hier noch kein neues Tier gesehen. Irgendwie so eine Art Qualle oder sowas soll es hier geben. Aber wir können auf jeden Fall den Scanner-Room schon mal bauen. Das ist schon mal geil. Vielleicht sollten wir das mal machen. Dass wir den Scanner-Room mal bauen. Wo ist denn unsere Basis?
Da. Ja, wir sind natürlich tief, tief, tief unter Wasser. Und das ist voll cool. Ja, das ist dieser neue Kelm hier, ja. Mit seinen komischen lilanen Pflanzen. Hier ist da auch irgendwie... Ist hier eine Insel drüber? Nee. Nee. Also wir müssen jetzt auch mal schleunigst wieder zurück jetzt. Weil wir haben auch kein Wasser und nichts mehr zu essen bei. Das hätten wir vielleicht mal mitnehmen müssen. Aber so geht's auch. Nee, ja, ich mich verfahren. Ja, dann müssen wir hier wohl außen rum. Also Energie haben wir noch, 68%, das ist noch gut. Das reicht noch. Wie gesagt, wenn wir dann ein bisschen an die Oberfläche kommen und selbst wenn Nacht ist, dann laden die sich ein ganz bisschen auf. Die Batterien und dann passt das schon. Müssen wir erstmal wieder auftauchen hier. Ihr seht natürlich so gut wie nichts. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Ist natürlich Nacht, ne? Ja, Nacht bricht herein, das haben wir ja nur schon gesehen. 170 Meter, so jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin, Basis Theta. Und deswegen habe ich mir auch diese Zeichen gesetzt, damit ich da entweder hinfinde. Weil sonst findet man hier überhaupt nicht zurecht. Und sich nicht überhaupt nicht zurecht. Aber wir werden erstmal den Scannerraum jetzt bauen, um mal zu gucken, wie der funktioniert. Ich weiß selber noch nicht, wie das geht, weil ich das noch gar nicht gemacht habe, als ich das, aua, das letzte Mal Subnautica gespielt habe, gab es den Scannerraum. Noch nicht. Aber alle wollten ihn haben. Und es wurde auch, wie gesagt, an der Batterieladestation und sowas alles erarbeitet. Wir werden sehen. Also, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich sehe überhaupt nichts hier. Seht ihr irgendwas? Können wir das Licht doch ausmachen. Man sieht nichts. Oh, jetzt. Oh, wir müssen aufsteigen. Also müssen wir uns merken, wir müssen Richtung Westen fahren. Von unserer Basis aus. Dann kommen wir, aber ich habe, ihr seht ja oben den Kompass, ich fahre ja gerade Richtung Osten. War ich ja gerade wieder zu meiner Basis. Das heißt, wir müssen Richtung Westen dann wieder zurückfahren. Ja, und diese ganzen Stellen, die ihr so hier so an den Bergen seht und so, das sind halt Erze, ne? Die braucht man auch. Titan, Kupfer und so weiter und so fort, ne? Und die muss man natürlich auch organisieren. Ja, und das Schiff wird jetzt auch aufgeladen, wenn wir bei uns in der Basis sind. Wie gesagt, wir könnten es jetzt andocken, aber das macht keinen Sinn, weil dann ziehen wir die Energie von der Nautilus ab und das wollen wir ja nicht. Ups. Welcome aboard, Captain. So. Dann werden wir jetzt erstmal was essen und was trinken. So, die wird jetzt aufgeladen. Ja, da seht ihr, wie die Energie von meiner Basis schrumpft. Weil ich habe ja nur Solarzellen und jetzt ist ja gerade dunkel. So, also, wir werden jetzt erstmal was essen. Höllenbaum, ja, könnten wir jetzt auch was machen, aber... Jetzt mal nicht. Zack, zack, zack. So, ist das schick. Ich glaube, hier von dem Fruchtbaum kriegen wir, glaube ich, mehr Wasser. So, jetzt sind wir voll. So, jetzt werden wir mal hier den ganzen Schnatter hier in den Schrank reinschmeißen. Ja, ist natürlich voll, wie immer. Ja, und wie gesagt, ihr seht, das Wasser geht nicht verloren, was wir jetzt zurückgewinnen. Sobald wieder Platz im Inventar ist, gibt es das Wasser wieder. So, jetzt müssen wir aber mal rausgehen. Jetzt müssen wir mal gucken, was braucht man überhaupt für Material. Nein, das wollte ich haben. So, Bioreaktor brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollten den Scanner-Room bauen. Den Scannerraum. Ach du Scheiße. Da brauchen wir emailliertes Glas. So, emailliertes Glas. Ach Mensch. Chris Junge, richtige Tasten drücken. Emailliertes Glas. Da brauchen wir Pirscherzähne. Ach nee. Ein Pirscherzahn. So, Glas stellen wir wie her? Glas stellen wir aus. Zweimal Quarz. Ja, okay, dann fangen wir erstmal damit an. Ich glaube, ich habe keinen Quarz. Hier ist nichts drin.
Oh, hier ist aber ein Computerchip, den brauchen wir. So, gut, dann müssen wir jetzt erstmal Quarz suchen gehen. Aber das ist natürlich jetzt richtig geil, weil es natürlich stockduster ist. Ich glaube, hier gibt es kein Quarz. Gibt es hier Quarz? Hier gibt es Quarz. Da. Das sind schon komische Pflanzen hier, oder? Lass mir mal sagen. Das ist aber Salz hier. Kristallines Aluminiumoxid, okay. Da unten ist noch was. Ah, wir müssen mal unseren Dings wieder aufmachen hier. Aufladen, unser Schubaggregat hier. Damit wir uns mal ein bisschen schneller bewegen können hier. So, wo ist denn hier unsere Motte? Da ist er. Ja, also wie ihr seht, ganz witzig eigentlich dieses Spiel. Also ich mag das wirklich sehr. Ich spiele das wirklich ziemlich oft und erkunde hier alles. Ich meine, klar, irgendwann hat man alles erkundet, was zur Early Access erkundbar ist, sage ich mal. Also man kann ja auch die Fische zum Beispiel schnappen und die dann kochen und sowas alles, aber ich ernähre mich vegan. Ich esse nur Pflanzen, ich esse keine Fische. Am Anfang muss man natürlich Fische essen und man fragt sich natürlich auch, wo kriegt man das Wasser her? Da gibt es dann die sogenannten Blasenfische, die habt ihr gerade auch gesehen. Die kann man dann einfangen und kann die dann mit dem Fabrikator zu Wasser machen. Ist jetzt nicht unbedingt sehr schön, aber man überlebt halt so, ne? Ups. Ups. Ja, man muss den Trigger dann auch schon treffen. So, also hier übrigens kann man die Seemotte natürlich noch aufrüsten. Also ihr seht hier, gibt es... Alte Scheiße, hier gibt es ja was Neues. Seemotten so nah? Das ist ja cool. Na, Höhlenreinforcement kenne ich ja schon. Torpedosystem kenne ich schon. Umkreisverteidigungssystem, das haben wir schon. Solarladerät, das habe ich auch. Power-Effizienz-Modul habe ich auch. Aber hier unten gibt es noch was. Exposure Drill Arm. Drill Rocks to find more resources. Cool. Kann man halt noch, Ressourcen besorgen. Was haben wir hier? Exosuit Jump Jet Upgrade. Oh, das klingt schon mal geil. Exosuit, also quasi ein Anzug, quasi. Kristallines Aluminiumoxid haben wir schon gefunden und Plastschallbahn können wir herstellen. Und hier haben wir einen Exosuit Thermal Reactor. Recharges Power Cells in Hot Areas. Oh, das ist das Ding. Da kann die Motte sich quasi an Hitze aufladen. Ja, also das ist die Modifizierungsstation. Ne? Ich bin müde, das gibt's gar nicht. Meine Güte. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier anfangen, ja? Warum bin ich jetzt eigentlich hier hingegangen? Ich hätte doch da hinten noch den Fabrikator nutzen können. Okay, wir brauchen Glas. Hammer. So, und jetzt wollen wir natürlich emaliertes Glas herstellen. Dazu brauchen wir einen Pirscherzahn. Und ich guck mal, ob ich noch welche habe. Ich meine, ich hätte noch irgendwo einen gehabt. Benzol haben wir auch schon gefunden. Haben wir hergestellt, genau. Schon voll witzig. Gucken wir mal, Pirscherzahn. Ja, haben wir noch einen Pirscherzahn. Na, sieht er. So, das heißt, wir können jetzt emaliertes Glas herstellen. So. Das haben wir. So, was brauchen wir noch? Ich wollte mal die 2 drücken, genau. Und dreimal Titan und 2 Computerchips. Das heißt, wir müssen noch ein. Hallo? So. Wir müssen also noch ein Computerchip herstellen. Und 2 Titan müssen wir uns noch mitnehmen. So, und jetzt müssen wir mal gucken.
Ob wir zufällig irgendwo noch Computerchip haben, die haben wir wahrscheinlich nicht. Und für den Computerchip brauchen wir Kupfer wahrscheinlich, was wir nicht haben. Computerchip. Wir brauchen zwei Tischkorallenproben und Silbererz. Ich meine, Silbererz hätte ich noch gehabt. Gold. Lithium, Lithium. Lithium. Magnetit. Nee. Silbererz. Aber da brauchen wir, glaube ich, nochmal Silbererz. Was wir ja nicht haben. Das heißt, wir müssen erstmal Silbererz besorgen. Och, nö. Ach, ich habe die Silbererz. Na, seht ihr. So. Zweimal Tischkorallenprobe. Och, ey. Wenn wir Glück haben, haben wir hier noch welche drin. Tischkorallenprobe. Na, seht ihr. Seht ihr, ich habe ja alles gesammelt hier. Ist ja nicht so, dass ich das nicht sammle hier. So, Computership. Schon witzig aus, was wir so ein Computership herstellen, ja. So, und jetzt könnten wir eigentlich theoretisch. Achso, noch einmal Titan mitnehmen. So. Jetzt können wir eigentlich einen Scannerraum bauen. Ja, können wir. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus hier und gucken uns erstmal, wo bauen wir den denn hin. Weil wir haben ja so eine geile Basis hier, die wir so scheiße gebaut haben, dass wir hier gar keinen Scannerraum hinbauen können. Wo ist der große? Müssen wir natürlich mit unserer Basis auch irgendwie verbinden. Oh, ey, die Scheiße. Was ist denn, wenn wir den hier oben drauf bauen? Können wir den hier oben drauf bauen? Ne, das können wir nicht. Ja, wir haben eine schöne Scheißbasis, sehe ich gerade. Hier können wir den bauen. Aber da müssen wir auch irgendwo eine Verbindung haben. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser. Ja, wo bauen wir den jetzt hin? Haben wir natürlich total geil gemacht. Ich denke mal, wir werden mal unseren Ausguck hier mal kurz abbauen. Aber den können wir nicht abbauen, weil da noch eine Bank drin steht. Das heißt, die müssen wir auch erst abbauen. Okay. So. Nee. Nee. Wie kann man das Ding wieder abbauen? Warum kann ich das jetzt nicht abbauen? Das scheint nicht zu funktionieren. Dieses wieder zurückbauen. Das hat alles mal funktioniert. Kuh war's. So. So, dann werden wir den Raum jetzt auch mal abbauen. Haben wir denn hier noch Platz im Inventar? Ja, haben wir. So. Hier wird dann automatisch eine Luke gebaut, also da braucht ihr keine Angst haben, dass hier die Basis absäuft. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt halt, 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 da war er. Nein, 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 nein. Nein. Oh, eben gerade war er doch da dran, Mensch, zeigt's mir doch. Das ist ein bisschen kompliziert hier, ich sehe das schon. Hallo. Möchte jetzt den Scannerraum hier angebaut haben, ihr komischen Affen. Dieses Spiel, manchmal regt es mich ein wenig auf. Yeah, wir haben einen Scannerraum. So, wir müssen bloß aufpassen, dass unsere Basis nicht zu fies wird hier. So. Fabrikator, okay. Scannerraum Upgrades, okay. Alte Scheiße. Kameradrohne, Scannerraum Hardchip. Überträgt Daten.
von den Scannerräumen ins HUD. Ja, das ist geil. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Long Range Upgrade. Yeah, wollen wir auch haben. Room Speed Upgrade wollen wir auch haben. Okay. Das ist ja witzig, oder? Jetzt. Oh, was ist das denn? Kamera 1. Salzvorkommen. So, wir scannen mal nach Salzvorkommen. Oh, wie geil ist das denn? Guckt es euch an. Ist das geil oder ist das geil? Das ist das, was meine Basis hier gerade sieht hier im Moment. Cool. Oh, wir haben da ein Salzvorkommen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt in Zukunft Material brauchen, dann können wir scannen nach diesen Materialien und können dann uns im HUD anzeigen lassen, wo das Ganze ist und dann dahin fahren. Schwimmen. Das ist wirklich geil. So, okay, haben wir noch gescannt? Wir wollen nach Silbererz scannen. Das ist cool. So, hier haben wir eine Kamera. Oh, was ist denn jetzt? Wie geil ist das bitte? Alter, ist das geil. Wir haben eine kleine Kamera. Das ist ja cool. Oh. Ah, und hier zeigt er mir das an, wo das denn ist, oder was? Das ist ja geil. Hier ist Silbererz. Guck mal. Huch. Ist ja geil. Ist ja geil. Hier ist unser Scannerraum, steht in der Luft. Scheiße, ja. So, wie kann ich die jetzt wieder aufladen? Ah, hier muss die wahrscheinlich docken. Ja, hier muss sie docken und da wird sie auch aufgeladen. Geil! Ha! Ist ja geil. So, und wie komme ich jetzt wieder raus? Achso, Escape drücken. Ist ja cool. So, dann müssen wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal Upgrades herstellen. Gold und Computerships. So, Computerships haben wir nicht, aber Gold haben wir. So. Lalalala. Gold hatten wir hier irgendwo. Gold, Gold, Gold. Hier müssen wir ein bisschen Wasser trinken. So. Nee, wir wollten es ja trinken. Und nicht, hier, Bumsdingsen. So, wir brauchen Computerships. Was braucht man für Computerships nochmal? Fischkorallenprobe, 2 Stück. Machen wir gleich mal mehr Computerships, wa? So, aber jetzt werden wir erstmal gucken, was wir hier noch brauchen. Scannerraumchip, genau. So, den werden wir jetzt mal einsetzen. Scannerraum hat Chip. Oh, was ist denn jetzt da? Was, wieso geht das nicht? Hallo? Warum geht das nicht? Ey! Och man, warum geht das nicht? Achso, wahrscheinlich, weil der ja gerade scannt, wa? Kann das sein? Gucken wir mal. Ne. Das geht schon mal nicht. Das ist ja kacke. Das ist ja doof, ey. Oh, das war mein Telefon. Okay, dann bauen wir erstmal was anderes. Wir bauen mal die zweite Kameradrohne. Da brauchen wir eine Batterie, Glas. Oh, wir haben alles Computerships hier. Scheiße. Aber warum kann ich das nicht... Hä? Warum kann ich das da nicht reintun? Ist der Scannerraum noch nicht so? Der Scannerraum ist wohl noch nicht so weit. Scheint nicht zu gehen. Okay, dann bauen wir das nächste. Quarz und Computerships. Okay, Computership kriegen wir hergestellt. Ist kein Ding. Silbererz, Quarz. Ach, Quarz haben wir doch wieder nicht, ey. Ach, Mensch. Und Silbererz haben wir auch nicht. Aber wir haben was auf dem Scan. Deswegen, da können wir den mal hinfahren. Das machen wir gleich mal.
Wir scannen mal nach Silbererz. So. Halt, wir sollten noch was essen, bevor wir lospesen. So. So, hier war irgendwo Silbererz, oder? Wo war denn das? Ja, irgendwo. Da ist es. Oh, jetzt bin ich wieder von meiner eigenen... von meiner eigenen Dings erschlagen worden. Von meiner eigenen Seemotte. Das ist so mal, wenn man während der Fahrt aussteigt und das Schiff... und das Schiff noch nicht steht, dann haut man sich selber das Ding vor der Ommel. Ja, wir müssen auf jeden Fall... Das ist total bescheuert. Ich hätte ja schon gerne das Upgrade gehabt, um jetzt die Sachen im HUD zu sehen. Ach, ich weiß, was das Problem ist. Ich weiß es. Ich bin ja stockedoof. Guck mal. Das Ding muss ja hier oben in den Kopf rennen. So, das heißt, Thermometer machen wir mal raus und wir machen... Ja. Macht Sinn, ne? Chris, du bist stockdoof wie ein Stück Torte, Junge. Ernsthaft. So, Silbererz. Seht ihr, so muss das sein. Jetzt sehen wir nämlich auch die Sachen, die wir hier gescannt haben. So, wo ist denn hier noch Silbererz? Ich habe da gerade noch Silbererz gesehen. Ich hab's doch hier auf dem HUD gesehen eben. Wo ist es denn? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich hab doch das gerade gesehen auf dem Scan. Ja, die wollen mich verarschen. Oh, wir haben wieder Wasser. Aber der Scannerraum scheint eben von der Reichweite her noch nicht so hoch zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Upgrade mit der Reichweite bauen. Und das am besten zweimal. Weil wir haben ja vier Plätze. Zweimal Scannerroom Range und zweimal Speed. Das heißt, wir brauchen Quarz. Wir brauchen Silbererz. Und wir brauchen Tischkorallenproben, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Quarz, Silber und Tischkorallenproben brauchen wir. Und Quarz. Und Quarz. Ach so, wartet mal. Kann ich nicht nach Quarz scannen? Stimmt nicht, wahr? Kann man nach Quarz scannen? Nee, kann man nicht. Okay. Fupp. Abgekoppelt. Das ist meine Motte. Ich weiß nicht, warum ich jetzt mit der Kamera hier rumfahren soll. Was soll denn das bringen eigentlich? Aber ist cool. Und wie sie dann so ankoppelt, das ist voll cool. Ups. Geil, oder? Ich find's geil. So, also, wir scannen jetzt nach Silbererz. Ich glaube, ich weiß, wo Silbererz ist. Wo ist denn die Motti? Die Motti. Da ist sie. Ich meine, hier zwischen den ganzen Steinen hinter uns war irgendwie Silbererz. Ich glaube, das war da irgendwo. Oder wo war denn das mit dem Silbererz? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir werden erstmal ein bisschen rumkurven hier. Blödes Ding, ey. Das ist ein bisschen Gold, okay. Ja,
Mensch, sag mal. Tja, jetzt muss ich euch leider wegbolzen. Ihr wolltet es ja so. So, also irgendwie scheint das hier noch nicht so richtig zu funktionieren. Mit dem Scanner, weil ich sehe hier nichts. Das Ding sagt, es würde mir das übertragen. Was es nicht tut. Ups. Also der Scanner zeigt mir irgendwie nichts an. Der Scanner. Ist ja auch Titan, okay. Das sind komische Pflanzen hier, oder? Die sehen echt komisch aus. Oh, da ist so ein Ding, was auf mich schießt. Oh, schnell weg. Titan! Verdammt, ich will kein Titan. Wo ist meine Dings da? Also die Frage ist ja, wie das mit dem Scanner funktioniert. Also, weil ich sehe hier nirgendwo Silbererz auf dem Dings. Wahrscheinlich gibt es kein Silbererz in Reichweite von meiner Basis. Das wäre natürlich doof. Also ich sehe hier nichts. Ich weiß ja nicht, vielleicht muss man das Ding noch irgendwie hier so ins Inventar legen oder so. Weiß ich nicht. Nee, muss man nicht. Im Scanner räumen ans hat. Ja. Hm. Also eben gerade habe ich noch ein Silber gesehen, aber jetzt sehe ich gerade keins mehr. Na gut. Tja, dann werde ich erstmal wieder zurückgucken, machen auf der Basis, mich mal in Pesen da, also Richtung Basis bewegen und mal gucken, warum das nicht geht. Das werde ich mir jetzt gleich mal nochmal angucken von meinem Scannerraum. Und ihr abschalten und warten bis zur nächsten Folge. Die gibt es dann spätestens morgen. Macht's gut, euer Chris. Bis dahin. Tschüss.